So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer Runde von Palmero hier bei Rock of Ages auf Minus World Kanals. Also ich kapiere es nicht. Diese Story ist sowieso. Ich habe das ja hier schon durchgespielt. Dadurch habe ich gemerkt, man muss eigentlich bloß mehr Punkte haben als er. Das heißt, wenn ich den ersten reinmachen würde und mich dann in die Ecke legen würde mit einem Stein, würde es klappen. Oder beziehungsweise in der nächsten Runde. Aber ich möchte eben hier, möchte ich das Ganze nochmal zeigen. Ein Tor. Und das Ganze werde ich vielleicht überhaupt nicht schneiden. Das habe ich schon letztes Mal gesagt, was man auch gehört hat. Weil es ist manchmal so verrückt hier, was alles passiert. Nein, 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 nein. Komm rein. Ja. 2 zu 1. So muss es sein. Ich hatte auch letztes Mal die Bälle zerstört gehabt. Oh, nice, nice, nice. Ja, gut, der wäre sowieso reingegangen. Da hätte ich jetzt nichts machen können. Von Atlas gegen Himmel. Oh, jetzt wird er aggressiver, man merkt's. Man merkt's an! Er wird ein aggressiver Spieler. Drinne. Trotzdem habe ich nie rausgefunden, wenn es jetzt so 10 zu irgendwas steht. Habe ich dann automatisch gewonnen oder muss ich dann trotzdem die Zeit weiterspielen? Nein! Ein Tor! Das ist auch ein bisschen schwieriger so zu spielen, weil man hat jetzt so bloß Leertaste zum Schießen und die Dinger wackeln hin und her, also. Es ist relativ schwer, sagen wir es mal so. Also, weil ich einen Ball zerstört habe eigentlich, kann ich mir sicher sein, dass ich gewinne, weil ich schieße eigentlich jedes Mal rein und mache keinen Eigentor, wenn man wirklich mit dem Ball umgehen kann. Ja, komm, komm, komm. Ja, da hat man gesehen, ich habe den Ball zerstört. So. Jetzt merkt man, es wird ein kleines bisschen aggressiver hier in der Runde schon. Ja, komm, komm, komm. Fuck, 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 rein, 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 rein. Rein, rein, rein. Ja! 5 zu 3. Ich finde das sowas von genial. Ich habe mich letztes Mal habe ich mich überhaupt nicht mehr einbekommen. Weil wer kommt schon auf diese Idee hier?
Oder wer hätte gedacht, dass das so enden wird, das ganze Game? Nein, ein Tor! Oh, mein Mikrofonständer. Deswegen halte ich mir auch ein Mikrofon am damals geholt gehabt, weil der Ständer echt im Wege steht. Man muss ihn auch ausbalancieren und dann muss man gucken, dass man überhaupt den Platz hat und sowas. Nein! Ich war doch drinnen gewesen, so gut wie. Komm, vierer mache ich noch, dann habe ich Zähne voll. Letztes Mal hatte ich das dreimal gemacht. Einmal unentschieden, einmal verloren und einmal gewonnen. Oder zweimal unentschieden? Abwehr, Abwehr, Abwehren, Abwehren. Das ist echt so eine Sache für sich selbst, nein! Oh. Ich setz mal was so knapp da. Leider hatte ich dann nur noch eine Sekunde Zeit gehabt, um ein Tor zu schießen bei dem Ausgleich. Aber leider hat es nicht geklappt. Nein, dagegen drücken, dagegen. Nein! 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 Scheibenkleister! Ich muss den fucking Ball zerstören! Oh, wir hätten damit gerechnet noch, dass es so eine Wendung ergibt. Komm rein, rein, rein. Fuck, 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 fuck. Falsche Richtung, falsche Richtung. Nein! Ich schaff das nicht mehr. Nein, scheiße. Ich musste mich gegen den gewinnen. Nein! So, wir machen es nochmal. Am Anfang ist es ja einfach. Aber gegen Ende will ich's. Nee. Ja, über... Oh, oh, wo ist er hin? Ah, da ist er, da ist er. Ah, komm, komm, komm. Nein! Ich frage mich, wenn du im echten Leben Profi bist im Tischkicker, ob man hier auch so eine Art Profi sein kann. Weil viel anders ist es ja eigentlich auch nicht, oder? So, drinnen. 2-1. Ah, nein. Der hat vorhin aufgeholt. Das hat mich... Oder beziehungsweise dieses... Dieses Tor dort, oh, das kann man ja eigentlich als Eigentor zählen. Find die Musik dazu.
Wenn ich so die ganze Zeit ausspiele, es ist eigentlich gut. Nein! Oh! Komm weg, 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 weg. Ja, komm. Oh, der Ball ist schon sehr kaputt. Sehe ich gerade. Nein! Nein! Oh, das war so gut aufgehalten. Ich will nicht wissen, wie lange das war. Das war viel zu lang. Oh, 3 zu 2. Oh. Verrückt. Komm, komm, komm. Shit, 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 shit. Weg mit dem Ball. 47 Sekunden. Also da kriege ich jedenfalls noch ein Tor rein, das weiß ich. Ich weiß, dass ich da noch ein fucking Tor rein kriege. Oh. Komm, 40 Sekunden. Dann muss ich aufhalten. Danach heißt es wirklich nur noch aufhalten. So. Ja. 16 Sekunden. Ey, ich muss jetzt 16 Sekunden muss ich aushalten. Das kriege ich doch hin. Ja. Ja, trotz dass ich das Spiel ja schon eigentlich durchgespielt habe, es ist immer noch lustig gewesen. Also die letzten paar Dinger. Das Spiel hat wieder Story gebracht, die relativ gut war. Und auch Sachen gezeigt und Leute gezeigt und ja, an sich gar nicht mal so schlimm, schlecht. Hat mir schon gefallen. Ich sehe gerade hier German Theodor, okay. Ja, viel zu dem Spiel gibt es sowieso nichts zu sagen. Also, ich finde es immer wieder lustig. Der erste Teil fand ich trotzdem am besten. Der war für mich am witzigsten. Der zweite Teil jetzt war so, so ungefähr, ja, wir müssen noch mal was rausbringen. Was könnten wir nehmen für Leute? Die Endgegner waren viel zu leicht gewesen, wo ich den gerade sehe dort. Teilweise habe ich mich dann gefragt, okay, ja, dreimal dran und das war's. Im ersten Teil waren sie schwieriger gewesen. Öfters ist es ja sowieso so, dass das Teil besser ist als die nächsten darauffolgenden. Trotzdem, fürs Geld hat sich's gelohnt. Wir haben genug Zeit da drin verbracht. Wir können auch noch mehr Zeit verbringen. Ex-Baba Yaga, okay. Wie gesagt, es gab Sachen, mit denen hätte man niemals erwartet. Oh.
So. Und das war's jetzt mit dem Let's Play von Walk of Ages 2 im Moment. Wir können natürlich noch die ganzen Hürdenläufe machen. Wir haben hier noch das Kriegsspiel allgemein. Hürdenlaufzeit fahren. Wir haben hier so vieles noch, was wir noch machen können. Und wenn ihr Bock drauf habt, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, wenn ich einen Daumen nach unten, schreibt mir in den Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mann, was ihr wollt. Ciao, ciao!